Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um Tumoren im Gehirn. Es gibt verschiedene Zellarten, die sich im Gehirn verändern können, teils gutartig, teils bösartig. Der häufigste Typ unter ihnen ist das Gliom. Symptome dafür können lang anhaltende Kopfschmerzen sein oder auch plötzliche epileptische Anfälle oder auch Wesensveränderungen, die dann vielleicht die Familie feststellt. Heute geht es darum, wie man das behandelt. Bei mir ist Dr. Tobias Martens. Er ist Chefarzt der Neurochirurgie an der Asklepios Klinik St. Georg. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Martens. Sagen Sie uns, was ist ein Gliom genau? Ein Gliom ist ein Tumor, der letztendlich aus dem Stützgewebe des Gehirns entsteht. Das heißt eigentlich gar nicht aus den Hirnzellen selber, sondern aus den Zellen, die drumherum sind. Und diese Tumoren können sich teilweise schnell entwickeln, teilweise aber auch langsam. Das ist im Grunde genommen eine große Familie, die sich unterschiedlich verhalten kann. Sitzt die auch dann an unterschiedlichen Stellen des Gehirns? Also hat sie unterschiedliche Auswirkungen? Absolut. Diese Tumoren können im Grunde genommen überall im Gehirn entstehen. Es gibt zwar Stellen, wo sie ein bisschen häufiger sind als an anderen Stellen, aber im Grunde genommen können die überall entstehen im Gehirn, wo diese Stützzellen sind. Und das bedingt natürlich auch ganz unterschiedliche Auswirkungen. Das heißt, das, was ich in meiner Moderation geschildert hatte, also lang anhaltende Kopfschmerzen zum Beispiel, ist das jetzt etwas, was jedes dieser Gliomarten erzeugt? Oder ist das jetzt etwas ganz Besonderes? Wie ist da so die Vielfältigkeit? Nein, also es ist absolut nicht so, dass es immer Kopfschmerzen macht, diese Tumoren. Also die sind sogar im Gegenteil häufig völlig schmerzlos. Im Umkehrschluss muss man natürlich auch sagen, bei weitem nicht jeder, der Kopfschmerzen hat, hat einen Tumor. Das muss man immer betonen, weil natürlich viele Menschen dann auch sehr beunruhigt sind. Aber Kopfschmerzen können ein Symptom sein. Aber das ist gar nicht das Einzige, denn wie Sie richtig sagten, es können Wesensänderungen sein, es können völlig aus der völligen Gesundheit heraus plötzlich entstehende epileptische Anfälle sein. Also das ist eine hohe Bandbreite. Und wenn dann Patienten mit so einem Verdacht zu Ihnen kommen, wie stellen Sie das denn fest, was es wirklich ist? Letztendlich ist die Kernspintomographie da der Hauptpunkt. Also wenn jemand klinisch den Verdacht hat, dass da irgendwas ist, dann muss man eine Kernspintomographie, also ein MRT des Kopfes machen. Und daran können wir dann schon sehr gut sehen, was da vorliegt. Angenommen, Sie würden bei der Kernspinaufnahme sehen, dass Sie operieren sollten. Worauf muss ich mich da als Patient einstellen? Also wie geht das dann los mit mir? Ja, also grundsätzlich muss man einmal überlegen, ist das ein Tumor, den man in Vollnarkose entfernen kann oder ist das ein Tumor, wo man den Patienten wach haben muss? Denn es gibt Tumoren, die zum Beispiel in der Sprachregion sitzen und Sprache ist etwas, was wir in einer Vollnarkose absolut nicht kontrollieren können. Und das ist eine Situation, wo ich dann mit dem Patienten bespreche, ob das für die grundsätzlich eine Option sein könnte, bei dieser Operation mitzuarbeiten, in dem Sinne, dass sie für Phasen der Operation wach sind. Das macht mich jetzt ja neugierig. Was würden Sie denn da mit mir besprechen, wenn ich jetzt so ein Patient wäre für Sie? Also ich würde die Situation sehr genau schildern. Es ist so, dass diese Patienten erstmal eine Vollnarkose bekommen und dann während der Operation wach gemacht werden. Und während dieser Wachphase spreche ich mit dem Patienten bzw. einem Neuropsychologe oder Psychologin, die daneben sitzen. Und dann müssen diese Patienten Sprachaufgaben lösen. Und in der Zeit kann ich schauen, welche Hirnareale ich entfernen darf, ohne dass die Sprache schlechter wird. Ja. Das Ganze geht nur bei Patienten, die psychisch geeignet sind. Das ist das Wichtigste. Das geht einfach nicht mit jedem. Denn wenn ein Patient dann in Panik gerät, dann ist niemandem geholfen, dann muss die Operation abgebrochen werden und dann erzielt man letztendlich ein schlechteres Ergebnis, als man das vielleicht in einer Vollnarkose geschafft hätte. Also diese Auswahl der Patienten ist wichtig. Mitunter gehe ich auch mit denen in den OP, also sage, komm, wir ziehen uns einmal um. Ich zeige ihnen den OP-Saal, wo sie dann liegen würden. Man versucht Ängste abzubauen, man stellt den Anästhesisten, also den Narkosearzt vor, die sollen alle Leute kennen, die drumherum sind. Also das ganze Setting muss irgendwo ein bisschen vertraut sein, damit man jemanden in so eine Situation überhaupt bringen kann. Also ich würde jetzt gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Wenn Sie jetzt so ein Gliom operieren wollen, wie läuft das? Also läuft das durch einen, muss der Schädel aufgesägt werden dafür oder geht das durch die Nase oder wie funktioniert sowas?
In den allermeisten Fällen muss der Schädel eröffnet werden. Es gibt einige spezielle Tumore, aber das sind eher Tumore der Hirnanhangsdrüse, die nicht zu den Gliomen gehören, die man durch die Nase auch operieren kann. Aber das ist eher selten, bei Gliomen eigentlich nie der Fall, sondern da muss der Schädel eröffnet werden. Wir haben Gott sei Dank mittlerweile viele technische Hilfsmittel, die uns genau zeigen, wo muss der Schädel eröffnet werden. Also ein Computer, der uns den Punkt angibt, um diese Öffnung möglichst klein und schonend für den Patienten durchführen zu können. Mhm. Aber man muss das dann eröffnen und letztendlich wird der Tumor dann unter dem Operationsmikroskop möglichst vollständig entfernt oder so verkleinert, dass ein möglichst kleiner Rest nur noch übrig bleibt. Und am Ende wird die Schädeldecke wieder verschlossen. Und der Patient bekommt einen Verband und muss eine Nacht auf der Überwachungsstation überwacht werden, aber ist im Grunde genommen in den meisten Fällen nach einer Woche wieder zu Hause. So, und jetzt nochmal zurück zu dieser Wachoperation, weil Sie ja verhindern wollen, dass zum Beispiel das Sprachzentrum in irgendeiner Form Schaden nehmen kann, wenn ich Sie richtig verstehe. Ich kann auch jetzt nicht von vorne bis hinten wach sein, das würde ja wehtun, oder? Nee, genau, deswegen sagte ich schon, der Beginn der Operation findet in Vollnarkose statt, also diese Eröffnung des Schädels ist in Vollnarkose und wenn der Patient dann wach wird, dann ist sozusagen der Schädel schon eröffnet, er wird langsam wach, die Narkose wird beendet, es ist ein Psychologe an seiner Seite, den er vorher auch kennengelernt hat, der ihn begrüßt und ihn dann mitnimmt und diese Phase dauert am Ende, wo der Patient wach ist, vielleicht eine Stunde, maximal anderthalb und dann hat sich in der Vergangenheit schon gezeigt, also spätestens nach anderthalb Stunden ist ein Patient so erschöpft, dass die Mitarbeit dann auch so schlecht ist, dass es nichts bringt. Also eine Stunde versuchen wir in der Regel, dass wir da klarkommen. Und dann für die Beendigung der Operation kann der Patient auch wieder in einen zumindest Dämmerschlaf versetzt werden, wenn auch nicht eine Vollnarkose, so dass er aber nicht wach ist und dass es für ihn wirklich schonend ist. Aha, das heißt ja dann, dass das Gehirn selbst ja offensichtlich keine Schmerzrezeptoren hat, oder? Genau, das Gehirn ist völlig schmerzfrei. Wir müssen natürlich die Stellen vorörtlich betäuben, wo der Schädel eröffnet wird, auch die Haut und ähnliches, das wird betäubt, sodass der Patient eigentlich nie mehr als ein Druckgefühl spüren sollte. Aber es ist ja die ganze Zeit ein Narkosearzt auch anwesend und es wird immer wieder gefragt, gibt es Schmerzen, haben Sie Schmerzen? Und man kann jederzeit was nachgeben, also im Grunde genommen ähnlich wie beim Zahnarzt. Also es soll wirklich, man merkt, dass was gemacht wird, aber es soll absolut nicht wehtun. Jetzt reden wir über die Operation, danach geht es ja auch noch um Chemo und Bestrahlung. Aber jetzt bei dieser Operation, kann da etwas schiefgehen? Ich meine, immerhin geht es ja doch um meinen Kopf. Also man muss sagen, diese Gehirnoperationen sind sehr sicher geworden. Das sind absolut gut planbare Operationen, aber andererseits, denke ich, darf man es auch nicht bagatellisieren. Es geht um den Kopf und es gibt zum Beispiel Nachblutungen. Bei jeder Operation dieser Welt kann eine Nachblutung entstehen. Ja. Wir sagen, das Risiko ist 2% etwa, wenn man alles in einen Topf wirft. Nur wir müssen uns darüber im Klaren sein, eine Nachblutung im Knie ist am Ende des Tages doch was anderes als im Gehirn. Ja. Und das kann natürlich gravierende Folgen haben, aber das ist so selten und man muss bedenken, wenn man das nicht machen würde, diese Operation, und der Tumor würde von sich aus weiter wachsen, dann würden mitunter Folgen auftreten, die so oder so eintreten und insofern wiegt das Risiko der Operation häufig auf. Und wenn jetzt die Operation gut verlaufen ist, wie häufig muss man denn dann den Krebs, der ja jetzt ja eigentlich gar nicht mehr da ist, aber wie häufig muss man noch mit einer Bestrahlung oder einer Chemo dann da dran? Es ist so, dass wir uns dann in Tumorkonferenzen treffen mit den Kollegen, die die Strahlentherapie machen oder die Chemotherapie machen. Wir sprechen gemeinsam, wie wir weiter für diesen Patienten oder mit dem Patienten vorgehen wollen. Es ist so, dass bei diesen Gliomen häufig eine Bestrahlung Sinn macht und erforderlich ist, weil das halt Tumoren sind, die nicht scharf abgegrenzt sind. Die haben eine Vermischungszone mit gesundem Gehirn. Das heißt, es bleiben unweigerlich immer Zellreste irgendwo im Gehirn übrig. Und um zu verhindern, dass diese schnell wieder wachsen, ist eine Bestrahlung häufig sinnvoll. Das Gleiche gilt für eine Chemotherapie, die bei Hirntumoren in aller Regel sehr, sehr gut verträglich sind, in Tablettenform auch sind, sodass die Patienten all das, was kommt, von zu Hause aus machen können in aller Regel. Aber das lohnt sich häufig, dass man das auch gleich macht, um halt den kleinen Rest, der noch da ist, möglichst stillzulegen. Ja, das besprechen Sie ja sicherlich dann auch mit anderen Abteilungen des Hauses, wie man da jetzt vorgehen sollte, nehme ich mal an. Es gibt ja auch noch andere Zentren bei Ihnen in der Klinik.
Genau, also wir haben da in diesen Tumorkonferenzen verschiedene Abteilungen sitzen, neben den Strahlentherapeuten und den Onkologen, die also die Chemotherapie machen, auch die Hals-Nasen-Ohrenärzte zum Beispiel, mit denen wir zusammen ein Schädelbasiszentrum haben. Das dreht sich da weniger um die Gliome, sondern eher um die Tumore der Schädelbasis, das heißt des Knochens oder der umliegenden Hirnhäute, wo wir gemeinsam beratschlagen, wie wir da vorgehen, auch operativ. Denn die Hals-Nasen-Ohrenärzte haben häufig andere Zugangswege zu diesen Tumoren als wir Neurochirurgen. Und so können wir unser Können gut kombinieren und dann gleichzeitig ein Konzept für den Patienten im Rahmen eines solchen Zentrums festlegen. Genau, denn es ist ja noch nicht vorbei jetzt. Also die OP ist gut verlaufen. Jetzt kommt die Bestrahlung, nehme ich mal an. Bestrahlung am Kopf, ist das... Also gut wird es sein gegen den Tumor, aber wie, was macht das mit mir? Ja, also zuerst muss man sagen, Bestrahlung sind eigentlich eine gut verträgliche Behandlung, was seit Jahrzehnten im Grunde genommen erprobt ist und es gibt da so viele Erfahrungen, dass keiner Angst haben muss vor einer Bestrahlung. Aber natürlich ist es so, eine Bestrahlung am Kopf, auch wenn sie völlig schmerzlos ist, kann doch eine gewisse Müdigkeit, Abgeschlagenheit im langfristigen Verlauf womöglich auch eine Verschlechterung der Konzentrationsfähigkeit und der Aufmerksamkeit machen. Aber das ist kein Muss, also das ist kein Automatismus, dass das eintritt. Es hängt davon ab, wie groß ist das Volumen, was man bestrahlt, wo ist das, welche Region wird bestrahlt. All diese Dinge spielen eine Rolle und werden sehr genau durch die Strahlentherapeuten geplant. Ja, heißt das, dass man Einfluss darauf hat, wie stark das den Menschen beeinträchtigt? Da hat man schon Einfluss darauf, denn man muss entscheiden als Arzt oder Ärztin, wie viel von dem umliegenden Hirngewebe man mit einbezieht in das Strahlenvolumen. Je mehr man einbezieht, desto höher ist wahrscheinlich die Chance, dass man, sage ich mal, diesen Tumor in Schach hält. Desto größer ist aber auch die Gefahr, dass irgendwelche Langzeitfolgen in Richtung Konzentration und Ähnliches auftreten. Und hat man denn da einen Handlungsspielraum als Arzt? Also dass man sagt, wir nehmen eine besondere Art der Bestrahlung oder wir warten vielleicht noch mit der Bestrahlung. Ist das auch möglich? Denn die Beeinträchtigung der Konzentrationsfähigkeit hat ja hohe Auswirkungen auf mein Privatleben und mein berufliches auch. Also man kann schon Einfluss darauf nehmen. Die Art der Bestrahlung ist bei den Gliomen, sagen wir mal, nicht ganz entscheidend. Das ist eigentlich eine konventionelle Bestrahlung. Da gibt es andere Möglichkeiten, die aber keine Verbesserung für den Patienten bedeuten. Aber was den Zeitpunkt der Bestrahlung anbelangt, kann man schon diskutieren. Denn es gibt ja Gliome, die sehr aggressiv und schnell wachsen. Da ist es klar, dass man das sofort machen muss. Aber es gibt halt auch Tumoren, die sehr, sehr langsam wachsen. Und da gibt es durchaus einen gewissen Spielraum zu entscheiden, wann oder ob die Bestrahlung sofort stattfinden muss oder später oder womöglich gar nicht. Ja, wenn man dann bei Ihnen Patient gewesen ist, ist man dann bei Ihnen sozusagen aus dem Bild? Nein, also das ist uns ganz wichtig, dass wir zwar als Neurochirurgen primär für die Operation zuständig sind, aber wir sagen immer, das ist nur der erste Schritt. Das ist ja eine Phase direkt nach der Diagnosestellung in aller Regel. Und dann folgen halt noch einige Schritte wie die Strahlentherapie und die Chemotherapie. Und dann ist es so, dass diese Patienten lebenslang in gewissen Abständen verlaufskontrolliert werden müssen. Das heißt, es müssen Kernspintomografien gemacht werden, in aller Regel alle 3 bis 6 Monate. Und da sind wir gerne dafür da, diese Bilder mit dem Patienten zusammen anzuschauen, zu erklären, Fragen zu beantworten, die Patienten haben, denn wir fühlen uns als Neurochirurgen auch so ein bisschen verantwortlich, so als die Neuromenschen, denn es ist ja so, dass die Strahlentherapeuten oder Onkologen auch Tumoren ganz anderer Körperregionen behandeln, das sind also eher in dem Fall die Generalisten und wir sind die speziell für den Neurobereich, sprich Hirntumoren, dann auch zuständig sind. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.